What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zurück zu einer neuen Folge und auch schon der letzten Folge-Arc dieser Staffel 1. Wie wir schon so schön erwähnt haben von diesem kleinen Let's-Test-Video. Wir wollten jetzt noch Steine sammeln, denn wir möchten ein Lagerfeuer da einsetzen. Das braucht man nur ein paar Steine, Freunde. Dürfte aber eigentlich, glaube ich, auch schon reichen, gell? Okay, da fehlt uns noch. Na, wir brauchen doch noch Steine. Das Lagerfeuer braucht mehr Steine, als was ich mir eigentlich gedacht habe. So, jetzt dürfte es sich ausgehen. Immer noch nicht. Mano, es wäre. Also, was? Wir haben nur 11, okay. Wir haben nur 11. Ah ja, Level Up ist übrigens auch verfügbar, da können wir dann auch noch kurz reinschauen. So, jetzt haben wir aber genug Steine. Jetzt geht's, Leute, jetzt geht's. Genau, Lagerfeuer erstellen. Zurück zur Basis. Und das Lagerfeuer setzen wir. Wo tun wir das hin? Das machen wir. Schön neben unserem Kopf ist vielleicht auch nicht so cool. Die Fierce auch nicht. Egal, wird uns heiß. Das passt schon, das setzen wir da her. Sehr gut. Die zwei Sachen werden wir dann einmal anfüllen mit Holz. Jetzt werden wir erst reparieren. Denn in der nächsten Nacht sollte es auf jeden Fall schon brennen. Gut. Gut, gut, gut. Dann schauen wir mal, was haben wir denn da für Level Up. Wir werden da jetzt gleich wieder auf Gewicht gehen. Brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Dann haben wir 14 Punkte sogar zum Vergeben. Dann schauen wir mal, was wir denn da. Mörser und Stößel. Diese Vorherstellung kann dir dabei helfen, Rohstoffe in einer Grundbaustelle zu zermahlen. Okay. Was ist denn wichtig? Bluttransfusionsset. Eine Standfackel. Das ist natürlich auch ganz geil. Das machen wir jetzt noch. Oh, Stuhl. Ein Holzstuhl. Und Holzfundament natürlich. Kochtopf. Jetzt können wir schon direkt viel machen. Was uns jetzt aber auch nicht mehr wirklich viel bringt. Da ja das schon die letzte Folge ist. Aber geil eigentlich. Ziemlich, ziemlich geil, dass wir da jetzt schon so viel machen können. Ein Holzstuhl. Zum Sitzen. Sollen wir den machen? Den könnten wir noch in unsere Basis reinschmeißen. Oder ein Kochtopf. Brauchen wir jetzt nicht, wir haben die Lagerfeuer gesetzt. Wir machen jetzt mal den Stuhl. Dann schauen wir, können wir schon irgendwas von dem machen? Sieht nicht so aus. Eine normale Fackel. Wo ist denn das Zeug jetzt? Die Standfackel. Was brauchen wir für die? Stroh auf jeden Fall. Okay, dann kommt man die machen. Und Holz und Stroh auch für den Stuhl noch. Das besorgen wir uns. Das besorgen wir uns. So. Rüber mit uns da. Wie gesagt, die Bäume gehen uns langsam aber sicher aus. Zumindest bei uns in der Nähe. Gruselige Musik dort. Wird ja hoffentlich nichts passieren. Okay. Wir können den Stuhl craften und Standfackel können wir auch machen. Dann fällt uns dafür wieder Stein.
Da machen wir. Da haben wir noch einen Stein raus. Mhm. Dann guck mal. Wie viele Standfackeln können wir denn machen? Okay, eh nur die eine. Zurück zur Basis. Die würde nämlich sagen, sitzen wir vor dem Eingang. Der Eingang ist immer ziemlich schlecht zum Sehen, muss man sagen. Dann haben wir zwei Stück von den Standfackeln. Da eines her. Und eine, genau. Wie können wir die anzünden? Standfackel braucht dann, muss irgendwie Holz oder Stroh beinhalten. Gut, dann werden wir das einmal teilen, splitten. Und dann machen wir ein Stück bei der da rein. Feuer anzünden. Und die anderen 9 Stück machen wir da rein. Na. Okay. Okay. Dann wissen wir, da haben wir unseren Eingang. Auch sehr schön. Habe ich zwar jetzt nicht ganz genau gleich gesetzt, aber ist uns jetzt auch egal. Dann haben wir unseren Sessel auch noch irgendwo hin. So ein bisschen als Aussicht. Okay, ich glaube, so geht der, gell? So. Ja. Perfekt. Hinsetzen. Oh, schaut sich dieser. Da sieht man uns direkt einmal. Ich weiß nämlich. Okay, ich kann aber nicht ganz rum dran, wie es ausschaut. Schade. Ist aber geil. Das ist cool. So, jetzt möchte ich da aber ganz gerne wieder aufstehen. So geht es. Perfekt. Okay, dann sammeln wir noch ein bisschen Holz. Wir wollen unser Lagerfeuer auch noch befüllen. Muss in der Basis nur voll werden. Also brauchen wir noch ein bisschen was, Freunde. Wir brauchen noch was. Sehr gut. Wo haben wir denn noch Bäume? Mal die herumliegenden. Die können wir auch machen. Da kriegt man halt leider nicht sehr viel raus. Brauchen wir jetzt aber nicht so viel. Und was ich nämlich jetzt machen möchte, ist, dass wir unsere Tierchen holen. Oh, wir sollten übrigens essen. Und zwar holen wir mal unser Babe. Hallo Babe. Enable Following. Kommst du mit? Ja, sehr schön. Come on. Jetzt müssen wir mal kurz ins Wasser. Okay. Alter, unser Essen ist schon so am Sand. Haben wir Beeren mit. Die schmeckt, glaube ich, nicht lecker, gell? Aber da können wir jetzt auf jeden Fall mal futtern. Die haben wir uns jetzt alle eine. So. Gesund leben. Ja. Ganz, ganz gesund. Dann werden wir nämlich ihn da vor unserer Basis hinstellen. Hi. Kommst du noch ein bisschen rum?
Ich möchte, dass du noch ein bisschen da bist. Ja. Genau. Und dann darf er da stehen bleiben. Hi. Und dann werden wir mal Dave und Patricia suchen. Falls die nicht schon von irgendwelchen wilden Tiere gefressen wurden. Das wäre natürlich sehr doof. Aber Dave und Patricia möchte nämlich ganz gern als Haustiere dann bei mir im Haus haben. Klingt komisch, ist aber so. Wo werden denn die immer rumrennen? Vorher waren sie ja die ganze Zeit da hinten irgendwo. Ich weiß es nämlich nicht, wie weit sie die entfernen. Und ich weiß auch nicht, ob wir die wirklich nur mal finden. Dave! Patricia! Lebt ihr noch? Wo seid's denn? Da ist die Patricia. Okay, hi. Hi, wo hast du einen Dave lassen? Hm? Wo hast du denn einen Dave lassen? Ich möchte nicht wissen, mit wie viel andere, dass die du jetzt gepaart hast. Mädchen. Ah, Blödsinn, er ist ja. Patricia ist ja unser Männlein da, gell? Patricia ist unser Männlein. Jo. So, können wir die Türe öffnen, wenn wir die in der Hand haben? Ja. Perfekt. So, Patricia. Darfst jetzt da bleiben? Ah. Während wir nur einen Dave suchen. Wo ist der Dave? Naja, die ganzen Bären haben uns jetzt aber schon gewaltig was an Futter braucht, muss ich sagen. Die haben uns gesättigt. So, Dave ist ja immer ganz gern da runtergerannt irgendwo, gell? Die haben sich aber ziemlich getrennt von der Richtung her, Patricia und Dave. Dave, wo bist du denn? Komm, komm Mädchen, komm doch. Da, sag ja. Die haben sich immer ziemlich getrennt. Dave, komm mit. Dave, nicht da Spacken machen. Okay. Kommst jetzt gefälligst auch mit. Wir haben ein neues Heim. Trautes Heim, Glück allein. Jo, nicht jammern. Ich tue da nix. Ich tue da nix. Ich bring die nur zur Patricia. So, sind wir gleich. Gleich sind wir zu Hause. Schau, da steht schon unser Babe. Das schaut da ein bisschen. Haben wir eigentlich alles da in der Gegend, was wir wollen. Wir haben Wasser da, wir sind Fische drin. Babe hat einen ziemlichen Haufen gekackt. Hi. Und Türe schließen. So, ihr zwei. Ja, perfekt, unsere Haustiere haben wir da. Und jetzt haben wir unser Lagerfeuer. Das Ganze werden wir wieder splitten, wenn ich wüsste, immer. Genau, so. Dann schmeißen wir die 16 einmal da rein. Und dann das Feuer anzünden. Sehr sauber. Und da haben wir das andere Holz rein. Und auch anzünden. Okay. Dann ist das perfekt. Dann ist er so halbwegs warm, gell? Aber nicht ganz geschlossen ist. Was ist denn, Babe? Hm? Was ist denn? Perfekt, perfekt, perfekt. Was denn da los?
So. Dann haben wir das alles erfüllt, was ich wollte. Perfekt. Das Einzige, was ich eigentlich noch ganz gerne rausfinden darf, ist, wie ich denn in die andere Ansicht komme, dass ich mich auch von draußen sehe. So wie wir es vorher gehabt haben, wenn ich da sitze. Ne? Weil irgendwie... Alter. Ihr kackt ja da voll die Bude voll. Was ist denn das? Hm? Was haben wir denn da stehen? Okay. Es dauert aber ziemlich lang, bis das... Alter. Auch unsere Gäste werden sich freuen, wenn sie es da voll hinscheißt. Ne? Geile Sache. Sehr geile Sache. Natürlich, wenn wir Haustiere haben, aber die Türe zumachen. Wunderbar, wunderbar. Jetzt wäre es cool, wenn die Nacht noch einbrechen würde. Damit man das so ein bisschen sieht, wie schön dass das dann beleuchtet ist. Das wäre noch ziemlich, ziemlich cool. Wie schaut es denn aus mit dem nächsten? Ja, ja, gut. Die XP kriegen wir nicht mehr zusammen. Das klappt nicht mehr. Was wir eigentlich nur machen könnten... Da wir jetzt sowieso die Spawnpunkte haben, wir konnten probieren, dass wir ein stärkeres Tier K.O. haben. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Aber ein Versuch war es wert. Wenn es daneben geht, dann geht es halt daneben. Denn wir spawnen dann sowieso wieder in unserer Base. Zwar dann nackt, aber egal. Also bei dem bin ich mir nicht so sicher. Wobei Level 1, ne? Aber der wird schon halbwegs was aushalten. Probieren wir mal. Da. Du Arsch. Alter, ist natürlich gut mit dem Baum da. Tut uns aber halbwegs weh. Ah, geh K.O. Ah, wir haben... Wir haben K.O. gehaut. Geile Sache. Er ist bewusstlos, unser Trike. Das heißt, wir sitzen hier am Narkobären rein, haben aber leider nur 10 Stück und haben generell nicht sehr viel, was wir ihm zum Essen anbieten können. Darum suchen wir jetzt gleich noch ein wenig. Denn das ist natürlich ziemlich cool. Hat eine Zeit gedauert, hat aber wunderbar passt, dass der da in dem Baum so gefangen ist, weil sonst hätte man den, glaube ich, nicht gemacht. Okay, ich will nicht da einen Stein aufklauen, ich will Bären haben. So. Okay. Aber das Ganze wird sowieso zu lange dauern. Denn eigentlich ist die Folge auch gleich vorbei. Darum wird das nicht mehr sehr viel Sinn haben. Benutzung erzwingen machen wir da. Na, nicht aussehen. Der wird ein Bären fressen, nehme ich an. Schmeißen wir mal seine da. Ja. Aber das wird zu lange dauern, Freunde. Aber zumindest wissen wir, es klappt. Es klappt, wir hätten den gekriegt. Wir gehen jetzt in unsere Base. Schauen wir mal, wie es der Patricia und dem Dave geht. Und unserem Babe. Moment, ich habe gerade nicht hingeschaut. Also.
Nicht wundern, warum ich da gegen einen Stein einfach rein. Ich hätte jetzt eigentlich wirklich gern noch gehabt, dass die Nacht einbricht. Wo ist die Nacht? Vorher haben wir es die ganze Zeit gehabt, wo wir es nicht wollten. Und jetzt kommt es nicht. Da hat wieder wer gekackt. Ja, schaut aber ja gar nicht so doof aus, oder? Was sagt ihr dazu? So eine Strohhütte. Um einiges größer als das, was wir vorher gehabt haben. Ich finde es ganz cool. Wir öffnen, schauen hier rein. Hey! Hi Freunde, setzen wir uns hin. Ja Leute, das ist unser Heim. Wir haben in der ersten Staffel das doch noch zusammengebracht. Und das war's dann jetzt auch. Ja, ich hoffe, das Projekt hat euch so weitgehend gefallen. Ich werde es dann eh sehen, wie es euch denn gefallen hat. Und dann schauen wir mal, ob wir eine Staffel 2 machen. Jetzt kommt dann das nächste Mal wieder irgendwas anderes. Ich weiß noch nicht was. Ne? Und ich habe aber auf jeden Fall Bock auf Ark. Also wirklich sehr, sehr viel Bock auf Ark. Und ich hoffe, euch gefällt das Ganze auch. Und es fängt zu regnen an. Unsere Strohhütte ist nicht dicht. Sehr geil. Ja. Aber egal. Ja. Und Freunde, an dieser Stelle machen wir Schluss. Und sehen Sie dann hoffentlich beim nächsten Projekt. Somit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss.